An dem Tag, ohne irgendeinen besonderen Grund, beschloss ich, ein bisschen zu laufen. Ich lief bis zum Ende der Straße und als ich da ankam, dachte ich, vielleicht kann ich auch bis zum Ende der Stadt laufen. Erlitt Präsident Carter einen Hitzschlag und fiel in die Arme. Und als ich da ankam, dachte ich, ich kann ja vielleicht mal quer durch Greenbow County laufen. Und als ich merkte, dass ich so weit gekommen war, dachte ich, ich kann vielleicht auch durch den schönen Staat Alabama laufen. Das habe ich dann gemacht. Ich lief quer durch Alabama. Ohne irgendeinen besonderen Grund lief ich weiter. So lange, bis ich den Ozean sah. Und als ich da angekommen war, dachte ich, wenn ich schon so weit gekommen bin, kann ich auch wieder kehrt machen und einfach weiterlaufen. Dann kam ich zu einem anderen Ozean. Und da dachte ich, wenn ich schon so weit gekommen bin, kann ich doch einfach kehrt machen und weiterlaufen. Wenn ich müde wurde, dann schlief ich. Und wenn ich Hunger kriegte, dann aß ich. Und wenn ich mal... Sie wissen schon. Dann ging ich. Also, Sie sind die ganze Zeit gelaufen? Ja. Aber ich habe auch sehr viel an Mama gedacht und an Baba, an Lieutenant Dan, aber die meiste Zeit dachte ich doch an Jenny. Ich habe sehr oft an sie gedacht. Seit mehr als 2 Jahren macht nun ein Mann namens Forrest Gump, ein Gärtner aus Greenbow, Alabama, nur zum Schlafen halt. Er läuft quer durch ganz Amerika. Hier ist unser Bericht von Charles Cooper. Zum 4. Mal auf seinem Weg quer durch Amerika will Forrest Gump, der Gärtner aus Greenbow, Alabama, mit dem heutigen Tag den Mississippi überqueren. Ich werde verrückt. Wieso laufen Sie? Laufen Sie für den Weltfrieden? Laufen Sie für die Obdachlosen? Laufen Sie für die Rechte der Frauen? Oder für die Umwelt? Oder für die Tierwelt? Sie konnten nicht fassen, dass jemand läuft und läuft, ohne irgendeinen besonderen... Warum tun Sie das? Ich hatte einfach Lust zu laufen.